Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Car Mechanic Simulator 2018 hier aus CGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir werden jetzt erstmal die Felgen hier reparieren. Hoffentlich alle vier. Ich denke, das sah ganz gut aus. Und werden uns dann dementsprechend Bereifung besorgen, damit wir die wieder am Fahrzeug befestigen können. Dazu müssen wir erstmal ganz kurz gucken, was hatten wir denn überhaupt? Ich habe alle vier mal repariert gekriegt, das ist schon mal gut. Ist das unterschiedlich groß? Ja, ist es wieder? Gut. Was war denn drauf? Da waren 255er waren drauf und 335er waren drauf. Okay, mal gucken, ob wir uns das merken können. Naja, mal gucken. All Tires, Dominator, 19 Zoll, 255, 35 war drauf. Oh, 265, 30, ne? Bisschen. So, und hinten machen wir dann 20 Zoll, 2 Stück, 335, also so viel wie geht. Mehr geht ja nicht. Gut. Dann wollen wir mal zusammenbauen. Yep, bitte sehr. Hohohoho. Ho, ho, ho. Ah, das ist schon wieder, ne? Das ist auch schon wieder. Ah ja, gut. Muss ja auch so sein, ne? Wir müssen ja irgendwie die Massen an Energie und die Massen an Leistung und Drehmoment, Drehmoment ist ja das Gefährliche hier. Der muss ja irgendwie auch auf den Asphalt kommen. Ja, das muss ja durchs Getriebe durch. Darf das nicht zerbröseln und dann muss es irgendwie auch auf den Asphalt getragen werden. Und wenn man dann halt eben bloß mit Asphalt-Trennscheiben unterwegs ist, kann es passieren, dass die dann einfach durchdrehen und dann ist mir mal der Gummi runtergefeilt und dann hatzte mal einen Reifen. Das wäre natürlich nicht schön, das wollen wir nicht und deswegen muss man ein bisschen was Dickes nehmen, ein bisschen was Aufstand, also ein bisschen Fläche hat, wo dann halt eben durch die Reibung, die zwischen Straße und Reifen entsteht, genügend Kraft übertragen werden kann, dass der Reifen nicht durchdreht, sondern er uns vorantreibt. Also anschiebt. Ja. Da gibt es ja irgendwelche Reibungszahlen und dies und das, die dann, da kann man das kann man sogar ausrechnen, also ab wie viel Quadratzentimeter man braucht, um ein gewisses Drehmoment zu übertragen. Also ich weiß jetzt nicht wie, ich bin kein Physiker, aber ich denke mal, wenn man jetzt ein Physiker ist und davon von Reibungskennzahlen eine Ahnung hat und dies und das weiß und da kann man sicherlich theoretisch ausrechnen, wie breit muss jetzt der Reifen sein, damit das optimal übertragen wird. Die Sache ist die, ab einem bestimmten Punkt wird es natürlich unglaubwürdig, wenn du dann also quasi komplett so einen, keine Ahnung, meterbreiten Reifen bräuchtest dafür. Weil dann ist es irgendwann gewichtstechnisch nicht mehr tragbar oder vielleicht sogar herstellungstechnisch gar nicht mehr möglich, dass es solche Reifen gibt. Das ist ja zum Beispiel bei dem Bugatti Veyron war das, glaube ich. Dass diese Reifen durchaus für diese Geschwindigkeit ausgelegt sind, aber halt eben nur, wenn du sie eine Viertelstunde fährst. Muss doch nicht der breite Reifen. Das war der falsche, den ich da jetzt angebaut habe. Moment, Momentchen mal. Ne, wo ist denn Abbauen da? Hab ich doch der falsche. War das echt der breite? Nicht vorne, sondern das ist ja hinten. Hinten muss hier dran. Oh, das sieht doch gleich viel besser aus. So. Ja, ja, ja. Das sieht da, ja. Das könnte richtig sein. Das könnte man eigentlich. Dann nehmen wir wieder den falschen. Das könnte eigentlich. Das könnte man vielleicht sogar in dem Test im Spiel mal rauskriegen, ne? Dass man einmal so ganz breite Reifen nimmt und einmal so ganz schmale. Um zu gucken, wie wirkt sich das aus, ne? Also, wie kann man oder. Macht das Spiel überhaupt einen Unterschied dazwischen, ne? Aber ich denke mal schon, also ich meine, die haben ja jetzt irgendwie auch Downforce mit reingebracht in die verschiedenen Autos. Ich weiß gar nicht, wie sich das mit den alten Mods dann hat, wenn man da das Downforce nicht drin hat, ob es dann nicht wirkt oder ob man dann oder ob dann von null ausgegangen wird. Das wären in beiden Fällen mehr, oder sagen wir, wenn es dann einfach nicht wirkt, ist okay, ne? Es wird nicht zur Berechnung der Gefahrstabilität hinzugezogen, fertig aus. Aber wenn dann damit mal eine Null da irgendwo dazwischen steht, wo eigentlich was hingehört, dann wäre das natürlich schon nicht so schön. So, wir brauchen hier unten noch Teile. Und zwar brauchen wir keine Reifen, die haben wir jetzt. Wir brauchen Pleuel, Lagerdeckel 12 Stück für jeden Zylinder und jeden Kolben einen. Besser gesagt, Kolben, nicht Zylinder.
Wir brauchen die Ölwanne für den V12. Gut. Dann wollen wir das mal montieren. Dann geht das los. So, die erste Gruppe haben wir schon mal. Von Zylinder 12 und 11. Das wäre Zylinder 10. In der Reihenfolge, wie er hier ist, bei dem V-Motor, ja, würde ich sagen, so, ne? So, dann kommen hier die nächsten beiden dran. Damit haben wir schon die Hälfte geschafft. Das ist ja schon mal gut. Das läuft, das läuft. Noch ein paar Schrauben reingedreht. Da ist schon nicht schick, der Motor, ne? Der hat schon gewisse... Doch, ja. V12, da habe ich auch noch nicht dran gearbeitet. Ne? Also ich habe ja doch, was war der größte Motor, den ich hatte? War glaube ich ein V8. V6 auf jeden Fall. Aber ich glaube im Audi hatte ich auch mal ein V8. Oder war das bloß ein V6? Ich weiß es nicht mehr. Nee, das weiß ich wirklich nicht mehr. Das ist doch schon zu lange her. So, jetzt müssten doch eigentlich, bis auf Batterie, wie ich gerade sehe, dass die noch fehlt, alle Teile drin sein. So, jetzt haben wir uns einmal ganz schön im Kreis gedreht. Ach, guck mal, die Ölwanne guckt da unten durch. Deswegen ist das Loch da drin. Ah, ja. Gut, dann können wir doch mal, machen wir mal kurz einen Check. Was fehlt uns denn noch? Sitz, okay. Lenkrad, die Starterbatterie und dann fehlt uns hier jede Menge anderes Zeugs. Aber obenrum haben wir alles, ne? Obenrum ist alles toll. Gut, also. Hebebühne runter. Oh, Starterbatterie, wo ist sie? Da. Ja, damit. Die müssen wir noch einsetzen, fix. In den Motor. So, das geht an diese Stelle, bitte. Sehr gut. So, dann hätte ich gesagt, müssen wir jetzt karosserietechnisch ein bisschen was dran bauen, ne? Gucken wir mal. Die Front haben wir repariert gekriegt. Stoßstange vorne nicht. Das Heck haben wir repariert gekriegt. Stoßstange hinten haben wir nicht. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken. Wie heißt du? Zonda, ne? Honda heißt du. Fast wie Honda, bloß mit Z. Da brauchen wir jetzt mal ein paar Karosserieteile. Body Spot. 50.000 haben wir schon reingesteckt jetzt hier. Wir haben 880 mal gestartet. Honda. So. Dann die sind ja echt... Achso, bei dem Spiegel weiß ich gar nicht, ob wir welche hatten. Na, egal. So, wir brauchen auf jeden Fall... Die Beleuchtung, die Türen, beide Stoßstangen, die Beleuchtung brauchen wir. Und Verglasung kann man auch mal bauen. Aber ich glaube, ich meine, dass ich beim Reparieren so einen Spiegel gesehen hatte. Aber naja, gut. So, und da können wir nochmal ein Kennzeichen dran machen. Hier, Monaco haben wir da noch auf Lager. Ja, es sieht schon böse aus von hier, ne? Das gute Stück hier. So, das müssen wir nochmal abnehmen, weil, was haben wir vergessen? Öl, ne? Haben wir schon wieder grandios, ja, ignoriert, dass wir Öl einfüllen müssen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich so nochmal an den Motor rankomme. Wir können es probieren, aber ich glaube eher weniger. Gut, ein Spiegel hat man nur. Ah ja, okay, das hat mich dann irritiert gehabt, okay. Gut, das hätten wir hier alles zusammengebaut und dann machen wir kurz mal weg und dann gucken wir mal, ob wir hier... Nein. Kommen wir nicht, ne? Wir kommen jetzt nicht irgendwie an den Motor ran. Karosserie. Kann ich schon weg? Ne. Kann ich das nochmal abbauen? Normalmodus so. Warte mal, dann gucken wir nochmal hinten durch. Ob wir dann vielleicht von hinten Abgasanlage. Oh, mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. Ne, Zugang durch Motorraum. Hm, wenn wir uns ducken. Ne, die Box von der Abgasanlage. Da kommen wir doch an den Motor ran. Brauchen wir es nicht abbauen. Ist jetzt zwar nicht so ganz gut, wie wir das machen hier, aber... Ah, komplett schräg da drinne und dann läuft das... Ach Gott, das versauen wir den ganzen Motor ein jetzt hier. Aber es hat geklappt. War jetzt, sagen wir mal, nicht optimal, ne? Aber... Öl ist hier noch drin. So, dann können wir mal raus hier aus dem Motor, danke. So, haben wir einen Lehrling einfach mal durchgeschoben nach hinten, dass er das macht. Auch interessant, dass der vorne so hell ist, die Türen sind dann schwarz und hinten hat er so ein braun und hat Käsebrett hinten. Naja, gut, okay. Dann ist er halt. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Lackiererbude mit dem guten Stück. Mal gucken, ob wir überhaupt lackieren können, das ist ein ganzes Carbon-Gelumpe.
Könnte natürlich auch schlecht möglich sein, dass wir, oder gut möglich sein, dass wir da gar nichts lackieren können. Gucken wir mal. So. Originallack wäre so. Was haben wir denn, was können wir denn überhaupt lackieren hier in der ganzen Sache? Sättigung. Oh. Ah, schade, natürlich Stoßfinger natürlich wieder nicht. Ah, gucken wir mal. C. So, also erstmal knall ich rot, wenn denn. Wenn denn knallrot, oder? So, den Felgen. Was gibt's denn hier? Oh, da gibt's mehrere. Da gibt's, sagen wir, goldene Streifen und da so eine kurze Bemalung. Wenn wir jetzt mal einen Originallack anmachen, so. Ja, schwarz würde auch gehen zu den gelben, ne? Ja, doch, schwarz würde gehen. So, dann gucken wir uns das mal an. Das hätte den roten Streifen. Und das hätte dieses italienische Fahne da vorne. Roter Streifen und dann komplett schwarz. Wie gefällt uns denn das? Das gefällt uns eigentlich auch ganz gut, ne? Die Felgen hier so golden glänzen, ist natürlich fürchterlich. Der rote Streifen gefällt mir, dieses Blau hier vorne nicht so, aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Nee, doch, das geht schon. Ist da echt der Abschlepphaken hier vorne drin? Okay. Ah, sieht schon brachial aus, das Stück. Lackieren wir ihn mal schwarz und dann gucken wir uns den mal an, wie er dann aus draußen aussieht. Im normalen Licht. So, dann du kommst jetzt erstmal zur Tor 1. Dann geht hier mal die Tür auf und wieder zu. Dann werden wir noch den Innenraum putzen. So, und dann müssen wir noch einen Motorprüfstand. Ah, doch, ne, das ist schon... Ich weiß nicht. Ob nicht knallrot doch besser aussieht? Oh, schwarz passt eigentlich zu dem Gelb, schwarz passt auch zu dem Rotton und auch zu den Sitzen, die drin verbaut sind, zu den Roten passt dann eh auch ganz gut, ne? Hm. Da geht's natürlich kaputt, wenn du dich da reinsetzen willst, ne? Also als normalsterblicher Mensch. Hältst du das nicht lange durch. Ich glaube beim Lenkrad gab es wirklich eine Verwechselbuchtelung, ne? Kann ich hier mal nochmal, danke, in den Innenraum, danke. Lenkrad. Weil ich glaube, dieses Lenkrad ist eigentlich für den anderen gewesen. Aber gut, das heißt so und wir bauen uns erstmal so ein. So, dann brauchen wir natürlich die Sitze noch. Wir kommen natürlich wieder so nicht in den Shop. Ah. Vielleicht sollte ich das einfach mal schreiben, dass man so nicht in den Shop kommt. Vielleicht wissen die das gar nicht. Und da zwei Stück. Die bauen wir da noch ein. Bitte in dem Modus einbauen. Linker Vordersitz. Rechter Vordersitz. Und dann gucken wir uns das mal an hier, wie das aussieht. Wie gesagt, ich bin mit diesem kiesen, bläulichen. Was ist hier vorne? Das gefällt mir so überhaupt nicht. Also so gar nicht, ne? So, wir gehen auf den Motorprüfstand und gucken wir mal, was der Motorprüfstand sagt. Und danach machen wir da auf der V-Max-Strecke eine Tour. Und dann sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge und auch am Ende erstmal vom Pagani. Aber ich denke mal, wir werden den anderen Pagani nochmal herholen zur Restauration und zum Tuning. So. Ja, ich möchte das gerne prüfen. Starte Leistungstest. Klingt ja grauenhaft. Hört sich ja an wie eine Brotschneidemaschine. Brrr, ekelhaft. Aber 1429 PS. Naja. Also die 1600, die ich mal irgendwann prediktet habe, waren falsch. 1500 wären auch noch falsch gewesen, aber 1400 und ist okay. Wir gehen mit 1400 und PS, gehen wir jetzt mal aber ganz gepflegt an das Tor und dann gehen wir mal auf die V-Max-Strecke und mal gucken, ob wir das irgendwie beherrscht bekommen beim Fahren oder ob wir dort jetzt so ein bisschen quasi zerrissen werden.
Ja. Ich möchte gerne mit dem Fahrzeug dahin fahren. Aber anhören tut er sich echt scheiße, ne? Also da kannst du sagen, was du willst. Der klingt ja wirklich, also. So, wir gucken uns das Ganze mal von außen an. Wir machen eine Kamerafahrt. Weiß nicht, warum die Mausgeschwindigkeit hier so runtergesetzt wurde. Er sieht in freier Wildbahn sehr gut aus. Ah, er hört sich echt an wie so ein Rasierapparat oder sowas. Gut, also die 300 haben wir nach 10 Sekunden. Aber 389 regelt ab. Geht auch, ne? Geht auch. Ich glaube, ich muss während der Fahrt nochmal einen Screenshot machen dann. Gut, also die Strecke haben wir jetzt natürlich, da sind wir drüber geflogen, ne? Das ist halt so. Ja. Gut. Also. Ja, haben wir jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt Unmassen an Gänsehaut gekriegt habe oder ob ich jetzt sagen würde, das ist jetzt so mein Traumauto, das muss ich unbedingt besitzen. Der ist auch ein bisschen weniger wert als der andere, weiß nicht, fehlt uns da noch ein Teil irgendwie. Ach, Scheinwerfer links und Scheinwerfer rechts hier noch, ne? Warum haben wir die denn nicht eingebaut? So, ein Blödsinn. So. Gut, macht jetzt das Ding nicht teurer, aber den Restaurierungsbonus macht es höher. Ja. Also, liebe Leute, sagt selber, er sieht gut aus. Das ist ein schönes Auto an sich. Er ist schnell. Er hat Leistung. Alleine deswegen behalten wir ihn in der Werkstatt erstmal und wir werden den anderen dann auch nochmal komplett getuned, fertig machen und gucken, was da rauskommt. In diesem Sinne, das war eine Runde Car Mechanic Simulator 2018 hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann. Tschüss.